Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich das Samsung GQ55Q70BATXZG Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll. Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 100 Hertz. Quantumprozessor 4K. Der Quantumprozessor 4K kann mithilfe künstlicher Intelligenz, AI, für eine Verbesserung von Bild, Ton und Funktion sorgen. So gehen Bedienvorgänge, wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps, spürbar schneller. Helligkeit, Kontrast und Sound kann der Prozessor in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt. Motion Accelerator Turbo Plus. Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 4K 120 Hz erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming-Lags sowie Bewegungsunschärfen. FreeSync Premium Pro. Basierend auf der AMD FreeSync Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten Fernseher, die für die AMD FreeSync Premium Pro Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis. Eine Kombination aus flüssigem Gaming bei maximaler Leistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikbereich bei gleichzeitig niedriger Latenz für ein flüssiges Gameplay. Quantum HDR. Quantum HDR bringt Details und Kontraste zur Geltung und lässt dich die Kraft eines Bildes spüren. Genieße ein imposantes Detailreichtum und viele Nuancen dank Quantum Matrix Technologie. Die dynamische Farbdarstellung von HDR 10 Plus begeistert und überzeugt mit tiefen Schwarztönen und lebendigen Bildern. Dual LED. Die integrierte Dual LED Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen optimalen Farbtonbereich dank Einsatz zweier Beleuchtungs-LED-Typen und kann damit die Farben optimal an die TV-Inhalte anpassen. Freu dich auf ein realitätsnahes Filmerlebnis. Eye-Comfort-Modus. Der einzigartige Augen-Comfort-Modus von Samsung berücksichtigt die lokalen Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten, um die Bildschirmeinstellungen zu optimieren. Zusätzlich werden Helligkeit und Farbsättigung nach Sonnenuntergang reduziert, um so deine Augen zu schonen und es dir zu erleichtern, abzuschalten und Ruhe zu finden. 100% Farbvolumen. Die Quantum Dot Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100% Farbvolumen, die bei jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben, nahezu ohne Farbverlust. Real Depth Enhancer. Die Bildtiefenoptimierung imitiert, wie das menschliche Auge Tiefe wahrnimmt, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten optimiert und der Hintergrund unverändert belassen. Ganz genau so, wie es ein menschliches Auge machen würde. Die Farbe des Fernsehers ist ein Titan Grey. Er wiegt 16,9 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 123,29 cm in der Breite, 70,87 cm in der Höhe und 2,57 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 200x200 WESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Es ist außerdem Energy Star und ROS zertifiziert. Der durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 129 Kilowattstunden pro Jahr. Air Slim Design. Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.
Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich Anschlüsse. Zweimal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, viermal HDMI 2.1, einmal Satellite In F-Type Female, einmal Satellite In Sub F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal Antenna RF Female, einmal CI Plus 1.4. Dieses Gerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, Wireless DEX, Wireless TV On Samsung WoW, Wired TV On Samsung WoL. SmartThings. Lass dein Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. SmartThings unterstützt nicht nur aktuelle Smartphone-Kamera IoT Smart Home Anwendungen, sondern kann auch ältere Geräte inkludieren. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du Fernsehen schaust, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern. Videocalls auf dem TV-Screen. Führe deine Videocalls direkt auf deinem TV durch und profitiere vom großen Screen. Dank der erweiterten Partnerschaft mit Google Duo und MS Teams hast du die Möglichkeit, deine bevorzugte Anwendung auszusuchen. Außerdem kannst du jetzt neben der Samsung Slim Fit Kamera und der Logitech Webcam auch deine eigene Smartphone-Kamera anschließen, was den Zugang zu Videoanrufen erheblich erleichtert. Kostenfreie Streaming-Vielfalt. Mit Samsung TV Plus erhältst du sofort Zugang zu Nachrichten, Sport, Serien, Spielfilm und vielen weiteren Inhalten. Ganz ohne Registrierungen, Kreditkarten, Abonnements oder zusätzlichen Diensten. Einfach Samsung TV Plus einschalten und aus dem vielfältigen Programmangebot auswählen, was dich anspricht. Samsung Workspace. Verschaffe dir ganz einfach von deinem Fernseher aus nahtlosen Zugriff auf deinen Computer, deinen Laptop und dein Smartphone und nutze alle Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über EARC an den Fernseher angeschlossen werden. Q-Symphony. Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Sound, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stumm stellen muss. Space Fit Sound. Genieße einen auf die Umgebung abgestimmten Sound. Ganz egal, ob der TV sich an der Wand oder auf einem Lowboard befindet, erwartet dich ein mitreißendes Sounderlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 6.5 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit drei Kategorien, Medien, Spiele und Hintergründe, optimiert Samsung dein Fernseherlebnis, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Multiview. Dank Multiview kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. Außerdem hast du noch mehr Multitasking-Optionen mit einer senkrechten Ansicht oder Funktionen wie Ultra-Wide Game View. So kannst du ganz einfach die Inhalte gleichzeitig sehen, die du möchtest. Komfortable Sprachsteuerung. Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl, Bixby oder Amazon Alexa. Diese Assistenten sind im Samsung TV integriert, um unterhaltsames Entertainment mit moderner Bedienung zu ermöglichen. Ich habe die Kundenrezensionen studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Der Chip kann Apple AirPlay nicht verwenden. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Ohne Schwierigkeiten in WLAN einbinden.
Ton ist super. Das Bild ist sehr scharf. Hardware und Software sind gut. Inbetriebnahme sehr einfach. Das Design ist sehr gut. Der Solarpanel auf die Fernbedienung ist elegante Lösung. Starke Kontraste. Satte und kräftige Farben. Der Test für das Samsung GQ55 Q70 BAT XZG Fernseher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.